Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Nachdem ich ja hier so ein bisschen schon genervt worden bin, ne, von meiner Katze und von sämtlichen, was mich hier auch nerven kann, bin ich jetzt nun mal endlich ins Spiel. Ich muss sagen, ne, wir haben es spät. Also die Folge kommt auch wieder spät raus. Möge mich da entschuldigen, aber zurzeit lässt sich dem Arbeit und Real Life nicht großartig anders zu. Ne, dabei, der Fred hat schon angesprochen, der hätte gerne, ne, dass die Folgen länger werden, aber das geht leider nicht. Ne? Also es geht aus privaten Gründen, geht das einfach nicht, ne? Weil ich eben früh um 5 Uhr aufstehe, dann gehe ich arbeiten, dann bin ich so um 17 Uhr wieder zurück. Hey, ich muss ja irgendwas machen, ne? Also das Essen und Miete zahlt sich nicht von alleine, ne? Und das ist hier nur ein Nebenprodukt meiner Freizeit und Freizeit ist immer denn nur da. Oh, da kommen schon welche. Freizeit ist immer nur denn da, wenn ich nichts so anderes zu tun habe, ne? Also. So, bin mal gespannt, wenn wir jetzt den hier vielleicht noch irgendwie dazu kriegen, das hier zu updaten, dann wäre das eine richtig tolle Sache, weil wir haben hier noch alles ziemlich, alles ein bisschen sehr knusprig, ne? Hier kommen wir, oh doch. Okay. Können wir das nämlich hier schon mal updaten und sonst so ist, wird das ein bisschen schwierig, ne? Weil die, ja, hoffe ich nicht, dass hier diese Knusper-Dinger da komplett da vorne explodieren, aber ich denke mal schon, dass das so kommen wird. Oha, okay. Oh. Was hat denn er jetzt für Probleme? Er kennt meine Base gar nicht mehr an, oder was? Ich hier wenigstens rauf. Oh. Er kennt meine Base nicht mehr. Okay. Oh, wir erkennen uns gar. Nichts erkennt mehr, was? Oh, doch. Natürlich. Micha und so natürlich noch. Okay, 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 okay. Ich glaube, er erkennt jetzt wieder was. Oh Gott. Heike, irgendwie ein Riegel oder sowas? Irgendwas zu snacken? Nö. Oh, das wird ja auch noch spannend. Aber ich bin ja in der Nähe. Ja, ich wollte jetzt nichts Neues kochen oder sowas, ne? Ach, die. Schon sagen, jetzt übertreibt er deine Rolle hier nicht hier. Ja, nimm mal alles. Ja. Oh. Jetzt macht er hier noch solche Sekunden-Scheiß, ne? Also diese 5 Sekunden Standdinger, ne? Wenn es mal 5 Sekunden immer sind, ne? Teilweise haben wir ja auch immer 80 Jahre.
Ja, heranzukommen. Hätte ich es mal irgendwie ein bisschen früher hingekriegt, damit mein. Oh, vielleicht krieg ich's noch hin. Ja, wenigstens habe ich es repariert, ne? Nein, 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 nein. Aber es brennt nicht mehr. Ich weiß nicht, was er jetzt da gemacht hat, aber es sieht zumindest so aus, als würde ich es irgendwie schaffen können. Also das mit dem Feuer, das hat mir jetzt noch ein bisschen zu schaffen gemacht. Eigentlich nicht. Eigentlich wäre das alt cool, Young. Wäre nicht durchgefallen. Also ganz komisch. Und irgendwie stinkt auch mein Charakter. Zumindest ein bisschen. 5 Leben. Minus 10 Leben. Ja, den Bogen können wir schon mal ein bisschen reparieren. Irgendwelche komischen Geräusche höre ich hier. Ja, ganz mies. Auf jeden Fall so mehr als 20 Minuten Aufnahme. Kriege ich wohl nicht so hin, sonst könnte ich mein Pensum gar nicht so erfüllen, ne? Sonst jetzt immer 30, 40 Minuten machen würde, dann würde ich dann eben nur eine Folge am Tag machen, habe ich so nicht so Bock drauf, ne? Weil ich ja, ja, ich will eben so ein bisschen eben auch noch andere Spiele spielen und sowas, ne? Und deswegen ist das eben alles so, wie es ist, ne? Leider Gottes, ne? Leider, also zumindest für die, die das eben sich anders wünschten. So. Also müssen wissen die alle, wo sie hin müssen. Ist ja auch richtig geil. Und ich hoffe, der erkennt hier jetzt auch das alte Tier so als Stein an. Und geht mir da nicht weiter auf den Po. Flap, flap, flap. Geil. Cool. Ich weiß nicht, warum mein Charakter immer noch stinkt, aber. Oh, nee, wa? Ich weiß nicht, was der für Probleme denn da hat. Danke. Also dieses Durchfallen ist echt ein bisschen schlimm. Der eine hatte schon der. Oh, nee. Ach. Ah, wieder gepennt. Ja, ist ja nicht so schlimm, ne? Also dieses, es würde mich ja gar nicht so fixieren, wenn ich nicht. Oh, jetzt hast du schon wieder 3-Sekunden-Dinger, ne? Also klar, es ist eine Early Access. Und jetzt geht noch mein Monitor, hat irgendwas gemacht, ich weiß nicht was. Es ist eine Early Access und das wird immer, ja, so eine Fehler eben haben. Wird's eben. Dass der irgendwie immer was erkennt und dann mal wieder nicht. Jetzt sind wir 3 Runden gelaufen, jetzt erkennt er das wieder. Dann ist ja gut. Hauptsache, ich fall nicht jedes Mal runter. Wir können ja auch oben denn einfach immer stehen bleiben, ne? Wenn er es erkennt, dass ich stehe und dass ich nicht verharren möchte. Nur mal so. So. Habt ihr noch ein paar Ideen zum Sterben oder,
Auch da fängt ihn wieder an zu brennen. Nicht da immer gegen mein Motorrad hauen, seid ihr denn völlig auf Knatz? Ja, viel weit kommen die ja nicht, ne? Da sehen, das war so ein richtiges schönes. Mal so. Ah ja, jetzt habe ich schon wieder nichts. An Pfeiles. Ich glaube mal, reparieren muss ich ja eh nicht. Könnte auch so sein, dass es jetzt schon genug ist. Ich hoffe es. War eine komische Nacht, muss ich sagen. Ein bisschen anstrengend. Ich finde es ja nicht so geil, wenn ich kassiere, obwohl ich gerne nichts habe. Ne? Also wisst ihr, wie ich meine? Ich habe eigentlich alles relativ gut gemacht und habe ja trotzdem immer so auf die Kusch gekriegt. So, aber wir haben natürlich ganz viel Shit dann über, beziehungsweise ganz viele Zettelchen. Jetzt ist schon eingesammelt. Natürlich auch so ein bisschen Luxus ist, weil wir das denn sehr gut und schnell ausgeben können. Und wir müssen ja immer gucken, wo was wir hin müssen. Ich habe ja schon gehört von einigen Bugs, auch so mit diesen Durchfallen habe ich auch schon gehört, auch so durch Etagen von Gebäuden und sowas, ne? Und auch so, dass man bestimmte Bücher nicht finden soll. Ein bestimmtes, da bin ich mal gespannt, ob wir das finden. Ne, das hat sich bei mir. Oh. Ich habe das doch oben irgendwas gemacht. Achso, okay. Euch habe ich nicht gemacht. Ah, kann ich ja, wieder jetzt oder gleich machen. Oder jetzt gleich. Naja, ist egal. Muss ja jetzt nicht sofort machen. Da oben mein der Zugang der Verdammten. Ja, sonst ist ganz cool. Ich würde es gerne ausgeben. Ich würde aber gerne noch so viel machen eigentlich. Ich finde ein bisschen doof. Das haben sie in diesen, also bei dieser Episode so ein bisschen noch verhunzt. Dass man bei Büschen so wenig Samen kriegt. Anpflanzsamen. Warum ich das so sage, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen der Mehrdeutigkeit. Nee, aber früher hat man ja wesentlich mehr gekriegt, ne? Weil das ist schon ein bisschen dürftig. Ja, für unser Einas ist es ja auch bei hier so ein bisschen durchrennen. Und sowas legitim. Aber wenn wir eben denn da so viel wenig Samen kriegen, dass wir sagen, okay, wenn du hier 5 Minuten Sträucher haust, so ein Berserker, du musst ja wenigstens da genug haben, um 2-mal die Fallen da neu zu machen, ne? Ja, zumindest angebracht, ne? Ah, die Macher werden sich bestimmt irgendwas dabei gedacht haben, weil irgendwie muss es ja auch ein Stück weit schwierig sein. So, wenn wir schon mal dabei sind, ne, diese Beete, um dann neue Stöcker zu kriegen und sowas, ne, die sind natürlich auch sehr interessant. Wie kann man denn so oft daneben hauen, Mädchen? Ey, du stehst da auch, ne? Ey, du haust doch da durch, oder? Komisch. Jetzt trifft die fast alles. Fast. Oh, die ist mit dieser Ausdauer. Schrecklich. Schrecklich, Leute. Von einem Buff habe ich auch noch, also Buffen ist ja eher ein Debuff, ne, von einem Bug habe ich noch gehört. Und zwar, ne, auch so ein Tipp, das werde ich mal so ein bisschen nur testen, sonst vorsichtshalber, ne, solange wir hier in dieser Beta-Beta-Version da feststecken, ne, und das ist ja noch gar nicht so als Early Access so ein bisschen released ist das Ganze. Und deswegen muss man das Experiment hier umschalten, ne, in der
in der Beta-Version. Und zwar, dass wenn man jetzt Geschütze lädt, ne? Zum Beispiel, wir haben ja dann unsere fette Kanone, die wir ja auf dem Byte machen müssen, ne? Endlich schneller, als wir gucken können. Und wenn wir das dann die Munition drinnen lassen und das Spiel neu laden oder dann einfach so um die Gegend kutschieren, ne, dann ist die Munition auf einmal weg. Und das ist natürlich ein bisschen sehr uncool, weil wir erinnern uns, das kostet ja auch alles Kupfer, ne, die es auszurüsten bzw. zu machen. Und das wäre natürlich dann schon so ein bisschen sehr fuck up, ne? Deswegen hoffe ich mal, dass uns das nicht so passiert. BZW, ich das ein bisschen langsam anfahren lasse. Mit den ganzen. So, ich denke mal, ich habe jetzt hier so relativ genug. Ich finde auch gut, dass wir große Fallen mittlerweile haben. Hier noch einen haben hier. So, kurz mal kicken, wie viel 40 Pfeile. 40 Pfeile ist okay. Können wir den Busch ja auf jeden Fall, das ist ja auch ein Nachhauseweg. Und den nehme ich auch dann nochmal. Angeln müssen wir auch noch, ne? Jungs, Mädels. Steht noch gar nicht so weit in der Sterne. So, den hier. Achso, dafür brauchen wir die kleinen Fleische. Ich wüsste zwar immer noch nicht, warum so ein Räder auf Fleisch abfahren sollte. Dass so ein Räder dann sagt so, oh geil, ey, wa? Der hat da triefendes, bluttriefendes Fleisch reingemacht. Finde ich geil. Fress ich mal. Bin ja so ein Pflanzenfresser, aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Wie gesagt, ne, so ein bisschen. Also, so, dass da bestimmte Rezeptoren dran sind, kann ich mir schon vorstellen. Dass jetzt so ein Reh sagt, so, ah, vielleicht interessant, ne, Artgenosse. Vielleicht ist es Tante Erna, ne, aus dem zweiten Stamm der Apache-Rehe. Oder irgendwie so. Das kann ich mir schon so vorstellen. Aber sonst so. Weißt du? So, ich darf das Fleisch jetzt nicht ganz weghauen, ne? Ich brauche jetzt immer noch das kleine Fleisch. So, wir hauen mal das drin, was wir ja nicht brauchen. Das hier, das hier, das hier. Auch schon mal die Felle und so, das brauchen wir auch nicht. Und das Ei. Sonst haben wir hier vom Fressen schon mal das ein bisschen gut. Ah. Und besonders, ich habe so in letzter Zeit, also ich habe keine WWchen, ich bin ja auch noch nicht so alt, ne? Ich habe keine WWchen, aber ich habe so in der rechten Seite hinten, bei der Wirbelsäule hast du ja auch so eine Rippchen, ne? Und da springt mir immer eins raus. Und das zwackt dann immer so die ganze Zeit, zum Beispiel jetzt gerade, deswegen weiß ich gar nicht so richtig, wie ich sitzen soll. Also der zwackt wirklich die ganze Zeit so raus und dann, ja, sieht das dann eben die ganze Zeit da so. Ist jetzt nicht sehr angenehm. Und dann warte ich immer, bis Frauchen kommt und die steigt mir so gesehen auf den Rücken und drückt das dann wieder so rein, ne? Wie so ein komplett kaputter. Und das macht so richtig gut, weil der befreit immer so ein bisschen. Er nimmt mehr Druck und dann ist er wieder tagelang okay. Ne? Also das ist so, ob springt die irgendwie raus aus Versehen, klemmt da irgendwas ein und dann drückt der Frauchen mir das rein und dann ist eben schon wieder total toll. Ne? Und ja. Aber zur Zeit ist das eben dann noch nicht so gegeben. Was sind das hier? Bereitschaftspolizist. Okay, was macht der hier jetzt? Abwehrchance. Okay, das ist ein bisschen doof. Bewachungspunkte so ein bisschen. Leibwächter. Okay. Und so springen sind wir eigentlich ganz geil. Tauchen könnten wir auch mal. Der Läufer. Okay, Leben ist kein Marathon. Da müssen wir alles noch überall uns holen.
die Punkte. Da werde ich mir wieder ein paar aufschreiben zur nächsten Folge und dann können wir dann gucken, was denn da so spannend ist. Sonst so, ja, die Base hält, ne? Dem, was sie verspricht. Lustig wäre natürlich, wenn die hier komplett eingeschlossen wären und dann gar keine Chance haben, rauszugehen. Aber ich glaube, das kriegt man so nicht hin. Zumindest stehen die ja dann da oben, weil sonst würde ich das ja komplett so einkesseln. Deswegen, die müssen ja irgendwo raus und das wird nun mal hier so sein. Ja. Eben so ein, ja, komischer Beigeschmack, ne, dass das dann hier eben so abläuft. So, der hat auch noch 38, auch noch 38. So. So, der Rest ist ziemlich voll, das ist eben geil. Wir gucken mal wegen den Beten noch, ne? Da bin ich ja mal gespannt. Also hier ist klar, ne? Das ist ja auch mit den Schiff dann riesen interessant, wenn wir sagen, okay, Rahmen und so, okay. Können wir natürlich noch so ein bisschen machen. Sonst so Beete. Das hier, war das hier? Ne. Achso, hier. Blau Kaktus. Oh. Okay. Busch. Ja, das zum Beispiel, ne? Busch. Könnten wir auf jeden Fall ein paar herstellen. Da brauche ich nur ein bisschen Dünger. So 6 Stück müssten ja eigentlich so gut sein, ne? Wenn ich 6 Dünger hätte. Oh ja, na klar. Sogar mehr als 6. Achso, das ist ja schon auf der Seite. Naja, dann machen wir das lieber auf der anderen Seite. Getrostet ein bisschen geiler. Kann nur auf dem Boden gebaut werden. Bist du völlig auf Knacks? Also ich lasse das erstmal so, ne? Haben wir so ein komisches Staffelbeet, aber ein bisschen komisch aus. Ich kann ja mal ganz ehrlich sagen. So, meine Lieben. Ich verabscheue mich denn schon mal. Sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne, tut mir einen Gefallen. Macht oder füllt den Daumen aus. Ne, das unterstützt immer mich in diesem privaten Vergnügen, was ich hier mit euch teile. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Bis dann, ciao.